Hallo und herzhaft willkommen zu einer neuen Folge Starfield. Ich habe jetzt viel nachgedacht. Ich habe ja jetzt beides mal angeguckt und ich muss sagen, ihr seht es schon. Ich muss Sarah sterben lassen. Es fühlt sich nicht richtig an, Sam sterben zu lassen, auch wenn er auch ein Trottel ist. Ja. Es hat mich doch kalt erwischt, dass jetzt einer abgekratzt ist von den Core-Members. Und ich habe auch mal ein bisschen geguckt und so. Und es ist wohl so, dass von den zwei, mit denen mir die meiste Bindung so eingegangen ist, oder denen er den meisten, auf jeden Fall den, mit dem er die meiste Bindung hat, der kann verrecken. Und bei dem anderen war es nicht ganz klar. Manche haben geschrieben, es ist der, mit dem er die wenigste Bindung hat. Glaube ich aber nicht. Ich glaube nicht, dass ich mit Sam bisher weniger Bindung als mit Andrea hat. Die Andrea hatte ich kaum dabei. Ja, und ich will Sam seine Questreihe noch weitermachen. Aber die letzte Folge, wo ich Sarah da sitzend sehen habe im Raumschiff, bitte. Das war schon ein ekliges Gefühl. Wahnsinn, ey. Jetzt hat sie mich aber doch wieder gepackt. Muss sagen, das haben sie sehr stark gemacht. Ich bin jetzt der Rächer des Alls. Fuck, ich muss meine Frau rächen. Ich bin wutentbrannt. Ich hasse die Drecksblutpenner da. Sternblutwichser. Ich bringe euch alle um. Es gibt keine Gnade mehr. Vor allem nicht für den Hunter. Boah, ich hab Hass jetzt. Wahnsinn. Krass, aber einen positiven Hass. Ja, es ist nicht der Hass, dass ich mich über die Ladezeiten oder so aufrege oder über meine Begleiter. Ich reg mich auf darüber, mein Begleiter ist gestorben. Das macht mich fertig. Wir bieten die beste Versorgung. Ich musste mich entscheiden zwischen Pest und Cholera. Und ja, ich brauche Hilfe, Doc. Ich brauche jemanden zum Reden. Wie kann ich helfen? Okay, ein paar kurze Hand. Ja, ich lasse mich beim Doc mal heilen. Und bringen dich auf den Weg der Genesung. Besonders die Geistigen. So, du bist wieder top. Danke, Doc. Das hat mir sehr geholfen. Jetzt würde ich auch gerne noch was kaufen. Ja, das war echt krass. Ich muss jetzt auch weitermachen, direkt mit der Story. Es gibt jetzt keine Nebenaufträge mehr. Die sind alle für den Arsch. Ich muss Rache nehmen. Unbedingt. Pass auf dich auf. Auch wenn es noch die ein oder andere Nebengeschichte gibt, aber ich glaube, jetzt ist es wie bei Skyrim, dass ich jetzt von den blöden Drachen die ganze Zeit angegriffen werde und stattdessen kommen diese Penner da. Wir müssen weitermachen. In Sarahs Namen. Sarah, du hast was Gutes aufgebaut. Du hast die Constellation gut geführt. Auch wenn du oft in Pein warst und hier deine geistige Gesundheit drunter gelitten hat, sie ist ja immer hin und her überlegt, was jetzt wohl Sache ist. Aber so ist es. Wir müssen Rache nehmen und dazu müssen wir erstmal rausfinden, was überhaupt passiert ist. Verdammt nochmal. Lass mich alle gehen, ihr scheiß NPCs. Seid froh, wenn ich hier nicht einfach rumballere. Ich bin gerade psychisch labil. Ich muss dir was Schlimmes durchmachen. Ich musste mich zwischen meiner Frau und diesen da entscheiden, der also dumme Antworten sagt. Hüter Aquilos? Könnten wir kurz reden? Ah, Matteo. Wir haben uns zu lange nicht gesehen. Wie geht es deinen Eltern und den Azaleen deiner Mutter? Sie hat sie in den Griff bekommen. Es lag am pH-Wert des Bodens. Aber ich bin nicht zum Plaudern hier. Ah, was habt ihr auf dem Herzen? Wir müssen über die Allheit reden. Ah, ja. Wie die Menschheit zusammenkommt. Wie wir einander lieben können, obwohl unser Universum immer komplexer wird. Das meinen wir eigentlich nicht. Wenn du von der Allheit redest, nun, bedeutet das noch etwas anderes? Etwas Geheimes? Die Mützen von denen komisch. Vielleicht sollten wir das drinnen besprechen. Ich habe mich bei Matteo seine Mütze schon gewundert, warum da vorne auf dem Ding nichts drauf ist. Aber er hat ja auch nichts drauf da. Das ist einfach der. Es scheint irgend so eine religiöse Mütze zu sein. Ich habe mir gedacht, wieso hat er nur so ein billiges Ding da vorne? Also dieses goldene Teil. Warum haben die nicht irgendwie so ein Zeichen da noch drauf? Die Marke oder so. Vielleicht erfahren wir es. Ich kann ihn fragen, was mit seinem blöden Mütze auf sich hat. Vielleicht sollte ich mich der Gang anschließen in Neon und ein paar Leute abknallen.
Nun, da wir unter uns sind, verrate mir doch, was genau euch zwei heute zu mir geführt hat. Ungewöhnliche Kräfte fällt ein. Wir wurden von einer Gruppe angegriffen, die sich Sternenblüter nennen. Wir haben gute Leute verloren. Das tut mir sehr leid. Und diese Sternenblüter, die sind anders als die Bewohner der besiedelten Systeme? Ja, kann man so sagen. Es gab schon immer Rätsel, die unser Verständnis des Universums und unsere Vernunft zu übersteigen schienen. Der Glaube von jemand anderem schenkt uns das Leben. Obwohl nicht abzusehen ist, was aus uns einst werden wird. Ihr seid also ins Unbekannte vorgestoßen, ohne jede Ahnung, wohin es führen würde, und seid hier gelandet. Ich brauche keine Lektionhüter, ich brauche Antworten. Und ich glaube, ich kann helfen. Wenn ihr willens seid, euch etwas länger durchs Dunkel vorzutasten, kann ich euch den Weg zur Erkenntnis zeigen. Es gibt eine alte Geschichte. Ich habe Hass in mir gerade. Universum, meine Frau ist gestorben. Der jeden Winkel der besiedelten Systeme durchwanderte. Ich will nicht über Religion reden. Wollte die wahre Bedeutung der Allheit entdeckt haben. Ich hielt das für eine Parabel zur Vereinigung der Menschheit. Aber vielleicht ist es mehr. Ja, okay, dann lasse ich mir seine doofe Geschichte erzählen. Dann erzähl uns doch diese Geschichte. Da muss mehr dahinter stecken. In meiner Geschichte besuchte der Pilger die Gründer des Hauses der Aufklärung und den rätselhaften Kult von Varun und gab ihnen allen einen Teil der Wahrheit. Dann begab er sich zu seiner letzten Ruhestätte, um den Rest seiner Tage lang über sein Infinitum Addendum nachzusinnen, seinen Beitrag zur Unendlichkeit. Aber was, wenn diese Geschichte kein Gleichnis ist, sondern ein Code, der zum Pilger führt? Oder zumindest zu seinem Grab? Infinitum Addendum, ein merkwürdig präziser Ausdruck. Ja, das muss etwas zu bedeuten haben, aber es erschließt sich mir nicht. Vielleicht offenbart sich alles, wenn wir mehr wissen. Das Haus der Aufklärung und Varun haben eigene Versionen dieser Geschichte. Wenn du schon mit ihnen gesprochen hast, warum soll ich es dann auch tun? Weil ich in der Allheit etwas anderes suchte als du. Eine neue Perspektive könnte die Wahrheit aufdecken. Also schön, ich rede mit ihnen. Die Aufgeklärten haben eine Basis im Unterdeck hier in New Atlantis, wo sie den Ärmsten helfen, sich ein besseres Leben aufzubauen. Anhänger von Varun sind weniger zugänglich. Aber vor kurzem wurde eine Fanatikerin gefasst, die UC-Schiffe angegriffen hatte. Ich habe sie schon einige Male besucht. Hoffentlich wäre sie bereit, auch mit dir zu reden. Ich werde hier bleiben. Der Hüter und ich haben viel nachzuholen. Und ich hätte auch noch ein paar Fragen. Okay. Lasst ihr euch zwei Hübschen mal allein. Gut, dann gehen wir mal da. Gehen wir erstmal ins Unterdeck. Irgendwo gab es hier auch mal einen Weg zum Unterdeck. Ich weiß noch nicht mehr genau, wo der ist. Muss warum? Ich weiß nicht viel über sie. Was ihnen, glaube ich, am liebsten so ist. Hast du Zeit zum Reden? Das wäre wirklich richtig klasse. Es muss ein größeres Wort als Danke geben. Mehr als Dankbarkeit. Wie dieses Wort auch lautet. Das empfinde ich für dich. Ich wäre tot, mausetot, wenn du nicht gewesen wärst. Das stimmt sogar. Und trotzdem ist jemand gestorben, meinetwegen. Nein, nein. Gib nicht dir die Schuld. Der Hunter ist schuld. Okay, ich muss das fragen. Warum ich? Es war eine unmögliche Lage. Und wenn die Frage falsch ist, tut mir leid. Aber das raubt mir den Schlaf. Sarah Morgan war unsere Anführerin. Sie hat alles zusammengehalten. Ich weiß nicht, ob ich mich wählen würde.
Ich konnte Cora nicht ohne Vater aufwachsen lassen. Meine Tochter, ich bin dir unendlich dankbar. Wie geht es dir? Kommst du klar? Nicht wirklich. Ich bin einfach so wütend, ich könnte schreien. Ganz deiner Meinung. Dieses Arschloch von Hunter muss dafür bezahlen. Ist mir scheißegal, ob er ein Sternblut und unzerstörbar ist. Wir machen ihn fertig. Niemand legt sich mit meiner Familie an. Ich gebe keine Ruhe, bis ich dieses Arschloch erledigt habe. Du nimmst mich mit, verstanden? Das ist was Persönliches. Du sollst nur wissen, dass ich für dich da bin. Wir stehen das nur durch, wenn wir uns alle gegenseitig unterstützen. Okay, Sam, ich brauche jemanden. Danke, Sam. Verdammt, ey, es hat mich echt mies erwischt. Dass sie abgekratzt ist. Die hat mich so oft aufgeregt. Aber dass sie einfach, wie sie tot da lag, haben sie hart gescriptet, würde ich mal sagen. Das ist mies geschrieben, das ist echt Wahnsinn, ey. Nach so vielen Nebenquests und Dings und allem Ärger, wo ich mich gedacht habe, was soll das überhaupt? Ja, wieso habe ich denn jetzt das Westend entdeckt? Hier war ich doch schon voll oft. Ja, hätte ich nicht gedacht, dass mich das so erwischt. Wenn es einen erwischt, Wahnsinn. Brutal. Ja, Sarah ist die Wenn ich groß bin, will ich so sein wie Solomon Cole. Hätte es nicht einfach den anderen erwischen können. Walter wäre mir scheißegal gewesen. Oh, die haben das extra so gemacht. Meine Quelle. SNN sollte neutral sein. Aber ich glaube, die UC haben da einen Finger auf der Waage. Captain Petrovs Schiff, die SCO, wurde ausgeraubt. Ich habe schon eine Ex-Piratin über den Überfall befragt. Aber sie war so verlässlich wie die Kaffeemaschine hier. Du warst also während der Sache an Bord? Was hast du da gemacht? Ich sollte was ausliefern. Zur falschen Zeit, im falschen Ort. Wieso glaube ich, dass du oft in solche Situationen gerätst? Erzähl mir bitte mehr über Captain Petrov. Er ist wohl recht exzentrisch. Ich finde, dass im Radio kommt, dass ich da was über bin. Was war dein Eindruck von ihm? Ja, ich habe ihn eigentlich schon gemocht. Er war ein echter Charakterkopf. Ich habe ihn gemocht. Scharlatane und Betrüger profitieren davon, dass man sie mag. Niemand weiß, was gestohlen wurde, aber alle sind sich sicher, dass es wertvoll war. Kannst du das Ganze aufklären? Eine riesige Giraffenstatue aus Gold. Ja, eine riesige Giraffenstatue aus Gold. Ja, klar. Im Ernst. Was wurde gestohlen? Ungelogen, die Statue war riesig und hat Smaragdaugen. Echt verrücktes Ding. Was es nicht alles gibt. Letzte Frage. Über einen, ich zitiere, durchgedrehten Zoo. Die andere Quelle schwört, dass Alien-Kreaturen aus ihren Käfigen ausgebrochen und durchgedreht seien. Bitte, bitte, bitte sag mir, dass das stimmt. Das muss doch irgendeine Aurora-Halluzination gewesen sein. Warum möchtest du, dass die Geschichte wahr ist? Abgesehen von den Quoten? Ich will einfach in einer Galaxie leben, in der exzentrische Millionäre durchgedrehte Zoos haben. Aber sag es mir einfach. Der Zoo. Fakt oder Fiktion? Jo, der hat einen Zoo gehabt. Manchmal lohnt sich das Aufstehen wirklich. Fantastisch. Das ist einfach eine echt gute Geschichte. Check später die Nachrichten. Und hier ist dein Geld. Die gibt mir immer so wenig Geld. Dafür gebe ich ihr voll die coolen Stories. Ich bin empört. Naja. Gib mir mal einen Raumhafen. Und schwitzen mal mit diesen Leuchten. Das waren die Erleuchteten eben, oder? Die Aufgeklärten sind die anderen, glaube ich. Die Nette ist echt praktisch. So was bräuchte Aquila City auch. Naja, aber Aquila City kann man dafür überall hinlaufen. Hier muss man ja die doofe Net benutzen. Von hier komme ich doch gar nicht darüber in den anderen Bezirk, wenn ich zu Fuß gehen will.
Und so viele Sachen gibt es ja auch nicht, dass sich die nicht lohnt. Ab ans Unterdeck. Ja, so langsam bin ich nach einer knappen Stunde Spielzeit bin ich ein bisschen drüber hinweg, dass die Sarah nicht mehr da ist. Ich ziehe einfach der Andrea Sarah ihr Outfit an. Und dann verdüge ich mich selbst. House of the Enlightened. Ja, das sind die Erleuchteten. Mal gucken, was die dazu sagen. Wenn es um die Finanz- und Nahrungsmittelhilfe geht, da gibt es derzeit Rückstände. Aber wir tun, was wir können. Oh, ich dachte, tut mir leid. Kann ich helfen? Ich suche etwas namens Allheit. Und zwar nicht als irgendein abstraktes Konzept. Hüter Aquilus schickt dich? Oh je. Ich weiß, das klingt verrückt, aber es ist wichtig. Wirklich. Ich habe das mit ihm schon mehrmals durch. Es gibt keinerlei Hinweis auf einen Allheitspilger. Aber wenn ihr beide darauf besteht... Unsere frühesten Aufzeichnungen sind größtenteils bürokratischer Natur. Hilfsprojekte, Therapienotizen, Spesen. Aber einige Gespräche haben die Gründungsmitglieder sehr detailliert aufgezeichnet. Sie passen am ehesten zu dem, was Aquilus beschreibt. Sarah war eine Erleuchtete. Lass hören. Ein Mann kam ins erste Haus der Aufklärung. Die Gründungsmitglieder nannten ihn nur den Wanderer. Sie dachten erst, er wäre auf Almosen aus, aber stattdessen stellte er nur eine Menge Fragen. Wenn deine Philosophie auf der Moral eines Individuums aufgebaut ist, was ist mit der zweiten Person? Sie ist vielleicht anderer Meinung. Ist das Problem der zwei nicht das, was du wirklich suchst? Und sie antworteten nur, jedes Individuum muss verstehen, wie es durch die zweite Person bereichert wird. Alle menschliche Mühe beruht auf Kooperation, die uns voranbringt. Und immer so weiter. Ein Jahr lang kam er jede Woche wieder und jedes Mal hatten sie das gleiche Gespräch. Zweite Person, das Problem der zwei und all das. Also die Zahl 2 ja auch aus vollem Herzen. Ne? Was meinen Sie mit jedes Individuum muss verstehen, wie es durch die zweite Person bereichert wird? Das gehört zu unseren Grundprinzipien. Es gibt keinen Gott, der uns belohnt, wenn wir Gutes tun. Wir müssen einander helfen, weil wir es wollen. Wenn es niemand auf sich nimmt, die besiedelten Systeme besser zu machen, werden uns die Tyrannen nach freien Stücken schikanieren. Vielleicht verbirgt sich in seinen Worten eine Nachricht. Ehrlich? Ich glaube, die Gründungsmitglieder haben alles erfunden. Früher war man nicht ganz so offen Atheist. Ich glaube, sie haben mit dem Verfassen ihrer eigenen Schrift experimentiert. Zum Glück haben sie schnell damit aufgehört. Nach den Aufzeichnungen über den Wanderer kommt so etwas nicht mehr vor. Kannst du mir sonst noch etwas über die Allheit verraten, ihre Bedeutung? Außer dem, was der Hüter darüber sagen würde? Klingt nach einem Versammlungspunkt oder Zentrum. Oder All soll für eine Einheit stehen. Die eine Einheit. Eins, das Erste, der Anfang. Irgendwie bin ich den gesuchten Antworten nicht näher gekommen. Tut mir leid, aber das ist alles, was ich dir anbieten kann. Ich hoffe, du findest, was du suchst. Okay, ich hoffe es auch. Gehen wir mal zum Warum-Typ. Aber wenn wir schon mal hier sind, können wir noch ein bisschen Zeug verkaufen. Die haben nur ordentlich Kohle. Schick. Ist zwei. Wenn du was brauchst, egal was. Gerne doch. Zeig erstmal ein paar Medipacks im Angebot hast. Nee. Ach, weg damit. Ich hasse die Waffen. Die sind kacke. Das Ding mag ich auch nicht. Ah, sie ist schon arm. Wenn du noch etwas brauchst, du weißt, wo wir sind. Ja.
Bei Henrik findet man gar nichts. Da geht die gute Auswahl hin, um zu sterben. Hey, hier ist was dahinter, aber die Tür geht nicht auf. Wenn du mir blöd kommst, komm ich dir blöder. Rick, wer ist Rick? Wer ist so frech? Wenn du was Wertvolles dabei hast, pass endlich! Du hängst mir schon zum Hals raus. Okay, der ist einfach nur unfreundlich. Was für ein Penner. Na gut. Gehen wir in die karge Außenwelt mit unserem Homie Sam. Der mir seelischen Beistand leistet. Die habe ich sogar schon mal gesehen, die Wochenfanatikerin im Gefängnis. Gucken, ob sie diesmal mit mir redet. Ich dachte noch, vielleicht kommt mir über die ein bisschen näher an die Wache uns ran. Hässliche Gefiffenart. Besuch? Ich brauche keine Gesellschaft. Für mich klingt das, als wärst du unheimlich einsam. Du willst also etwas über Varun wissen? Wie die Wachen, wie der Hüter. Sinn für Humor ist wohl keine Stärke der Fanatiker. Und Modebewusstsein auch nicht. Die große Schlange lauert in den Schatten. Sie wird das Universum umschlingen. Und außer den Gläubigen alles zu Staub verwandeln. Für den dürren Halt. Das ist die Wahrheit. Nichts weiter. Hüter Aquilus sprach von einem Pilger. Ich muss mehr über ihn wissen. Wäre gut, wenn du uns mehr erzählst. Sollte dir die Sache auch nur im Geringsten was bedeuten. Ja, wir haben über ihn gesprochen. Ich sage dir, was ich ihm gesagt habe. Und dann lässt du mich in Frieden. Jinam Varun trifft den Ungläubigen und erhält eine falsche Prophezeiung von ihm. Aber Jinans Glaube an die große Schlange ist so stark, dass er den Ungläubigen sofort niederstreckt. Aber der Ungläubige kehrt zurück. Jinan weiß, die große Schlange testet ihn. Und er will die Probe bestehen. 4-mal kämpfen sie. Und während sie kämpfen, verstreichen 120 Tage. Vergiss diese 4 Kämpfe nicht, Jinan, spricht der Ungläubige. Vergiss diese 120 Tage nicht. Aber Jinan erkennt die Blasphemie in seinen Worten und tötet ihn. Das ist alles. Ich muss wissen, was ein bestimmtes Wort bedeutet. Die Allheit. Allheit ist mir kein Begriff. Wenn, dann ist sie ein Schatten, den die große Schlange wirft, um die Ungläubigen zu verführen. Ich glaube, ich verstehe. Dann sind wir fertig. Geh. Die haben mir alle nicht wirklich weitergeholfen. Schade. Es ist immer noch ein absolutes Mysterium, was mit der Allheit gemeint ist. Kann ich hier nicht eigentlich auch Schnellreise machen? Komisch, dass die Security mich noch nie eingebuchtet hat. Hoffentlich. Ja gut, Sam macht ja auch nichts. Ich glaube, das war ein Mess-District.
das Auge juckt. Oh, wenn ich hier drin rumreibe, juckt es schlimmer. Ist gar nicht schön. Ich hätte die Sarah mal fotografieren sollen. Nicht nur ein Bild, das mich an sie erinnert. Das ist einen alten Speicherstand laden und ein Foto machen. Wie sie in meinem Raumschiff sitzt. Und dann wäre ich traurig, wenn ich sie dann nicht mehr sehe. Ladebildschirm. Sie einst neben mir im Bett aufgewacht ist. Ach, ich will die scheiß Hand töten. Du bist zurück. Was hast du erfahren? War in ihren Geschichten etwas verborgen, wie wir gedacht haben? In der Geschichte kamen die Wörter zweite und zwei vor. Planeten werden oft nach einer Zahl benannt. Dieses zweite könnte der zweite Planet im System sein. Was hast du noch erfahren? Ich habe mit der Fanatikerin geredet. Jinan hat in 120 Tagen wohl viermal gekämpft. Wenn es wirklich einen Ort gibt, den wir finden sollen. Die Zahlen klingen verdächtig nach Koordinaten. War da noch etwas? In deiner Geschichte sinniert der Pilger über das Infinitum Addendum. Was bedeutet das? Was er der Unendlichkeit hinzufügte. Vielleicht weist das auf einen Namen hin. Wenn wir seine Ruhestätte finden wollen, bräuchten wir den Namen eines Sternensystems, oder? Nun, wir haben Zahlen, die Koordinaten sein könnten. Ein möglicher Hinweis auf einen Planeten in einem System. Aber wie heißt das System? Infinitum Addendum. Was, wenn wir die Wörter teilen? Ich kenne kein System mit dem Namen Finite oder Ad. Bleibt nur in und dumm. So fühle ich mich übrigens gerade. Meine nächste Planetenentdeckung nenne ich Dumm-Dumm. Wie findest du das? Irgendwer wird bestimmt darüber lachen. Indum, das ist der Name des Sternensystems. Ja, richtig. Der zweite Planet von Indum. Und zwar bei 4 und 120. Dort findest du die Ruhestätte des Pilgers. Und von da aus findest du vielleicht die wahre Bedeutung der Allheit. Bevor du gehst... Du hast jetzt viele verschiedene Perspektiven unseres Universums kennengelernt und wirst sie in gewisser Weise auf deinen Reisen mitnehmen. Ich weiß, dass du eine bestimmte Allheit suchst, aber wenn du raten müsstest, was sie ist, was würdest du sagen? Allheit ist nur ein Wort und ich muss sie finden, nicht beten. Und wenn das erledigt ist, was machst du dann? Selbst der objektivste Wissenschaftler glaubt, dass der Menschheit allein die Beobachtung zum Vorteil gereicht. Du wirst einen ähnlichen Teil deiner selbst mitnehmen, wenn du die Antwort findest. Beeinflusst das deine Sichtweise nicht? Also im Moment beeindruckt mich es gar nicht. Ich will einfach nur Rache. Der Vorteil der Wissenschaft ist der, dass die Gedanken einer Person überprüft werden können. Du willst also die Wahrheit finden und sie dann von anderen bestätigt wissen. Die Allheit ist eine aus Beobachtung und Bestätigung geborene Realität? Nur die Wissenschaft hat all das hier, New Atlantis, möglich gemacht. Nun,
Ich halte dich nicht mehr auf. Das hat Spaß gemacht, muss ich zugeben. Geh, finde deine Wahrheit. Mir fällt gerade auf, dass der wie die Walter aussieht, oder? Okay, ab nach Indum 2 vielleicht. Können wir da einen Hinweis auf den Hunter finden? Wir müssen uns an seine Fersen heften. Kann es sein, dass der einfach rumballert und ungeschoren davonkommt. Das Schwein. Auf Indum war ich sogar schon mal, da habe ich mal irgendwas gemacht. Ruhestätte des Pilgers. Okay, ab geht's. Der erste Schritt auf einer neuen Welt. Da passt man einmal kurz nicht auf und die Natur erobert alles zurück. Schönes Pausenfläschchen. Hey, wo ist mein Raumschiff? Oh, ein Buch. Aufzeichnung des Pilgers 2. Hier ist die Krux. Um etwas zu erreichen, bin ich auf andere angewiesen. Ich brauche Assistenten, Arbeiter, Unterstützung. Dann stellen sie mir Fragen und ich kann mir einfach nicht helfen. Es fängt ganz unschuldig an. Wie kann ein Wissenschaftler zugleich an das Göttliche glauben? Oder ihr Geist ist selbst in irgendeinem idiotischen, religiösen Überbleibsel gefangen. Ich kann es einfach nicht sein lassen. Das ist meine Schwäche. Ich will, dass sie es verstehen. Also versuche ich, so sanft wie möglich sie auf den rechten Weg zu führen. Und dann geht das immer so weiter. Leider nur liegen mir diese Leute wirklich am Herzen. Würden sie es nicht, wäre es so viel leichter. Der Pilger. Wer ist dieser Pilger? Jetzt so einfach zu meinem Schiff, oder? Vielleicht muss ich da mit irgendjemandem reden. Was ist denn das nächste? Suche nach Hinweisen zur Allheit. Begib dich nach Indum 2. Ja, bin ich doch. Begib dich nach Indum 2. Ach, ich muss jetzt was umbringen. Scheinbar muss ich noch mal an der anderen Stelle landen, oder? Nee. Da muss ich hin. Komisches Questing, weiß auch nicht, was es mir zeigen soll. Es führt mich zurück zum Raumschiff. Suche nach Hinweisen zur Allheit. Ja, jetzt ist das Blaue wieder weg. Immerhin habe ich Indum 2 schon mal irgendwann abgescannt. Ich meine, das war nur das Buch vom Pilger 1. Es muss ja auch noch das Buch 2 geben. Das war Buch 2. Also muss ja dann noch Buch 1 irgendwo sein. Questlog hatte mich jetzt verwirrt. Was haben wir denn hier?
Ah, hier. Endlich Frieden. Ein bisschen Frieden. Reicht das schon? Ist das komisch? Warum versuche ich, komisch zu sein? Haben Sie mich endlich in den Wahnsinn getrieben? Gibt es einen Unterschied zwischen einem schriftlichen und einem mündlichen Selbstgespräch? Ersteres scheint akzeptabler als letzteres. Noch einmal, mein Geist ist mein eigener. Wenn er existiert, reicht das schon, um an alles andere zu glauben. Die Allheit hat mich wiederhergestellt. Diesmal handle ich allein, fürs Erste. Ich bin mir ein ausgezeichneter Gegner. Das hätte ich wissen sollen, aber glücklicherweise zählt Eitelkeit nicht zu meinen Sünden. So oder so verbringe ich die Zeit in Einsamkeit mit einem schwerkranken Mann oder was auch immer aus mir geworden ist. Ich mag diese Person nicht. Gut, wir haben schon mal Buch 4 gefunden, das heißt, es gibt mindestens noch Buch 1 und 3. Doch diesen Büchern werden wir uns in der nächsten Folge widmen. Vielen Dank fürs Zuschauen, ihr seid die Besten. Bleibt gesund und habt ganz viel Spaß. Tschüss.